Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum schönsten Sonntag in der Woche, den Ostersonntag natürlich. Ich bin natürlich euer Avenger und ja, heute sind mal ein paar krassere Themen. Aber hey, was soll man dazu sagen? Donald Trump und Anschläge intern von Deutschland, alles tut sich so ein bisschen so langsam. Also meiner Meinung nach eskaliert das Ganze ein bisschen und es könnte sich durchaus zum Dritten Weltkrieg entwickeln. Aber dazu gleich mehr. Ich habe heute leider keine Animation für euch, aber... Ich hab einen Hasen für euch. Das ist unser Hoppel. Ja, und der begleitet mich heute nicht durchs Video, aber ich dachte so zu Ostern, ne? Kauft euch den Süß. Ja, das war unser Hase. Wir haben drei davon. Und ja, jetzt kommen wir natürlich zum ernsten Thema. Wie schon gesagt, der Anschlag auf den BVB-Bus. Ja, es wurde ja jemand festgenommen, der wurde aber wieder freigelassen. Es deutet alles auf ein IS-Attentat hin, obwohl viele Experten behaupten, das wäre gar nicht so das Muster von dem IS. Ich weiß zwar nicht, wie man da ein Muster machen kann, aber hey, die werden es wohl wissen. Sind ja Experten. Also meiner Meinung nach, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fans gewesen sein sollen, weil sowas Skrupelloses als Fan zu machen, egal ob man jetzt Fan von Dortmund ist oder nicht, ist ein ziemlicher Arschloch-Move und ziemlich krass, meiner Meinung nach. Das geht nicht. Das geht zu weit, auf jeden Fall. Ich denke, es ist ein IS-Anschlag gewesen. Was denkt ihr denn? Schreibt es am besten mal in die Kommentare. Wie schon gesagt, Hannibolle hat dazu ein geiles Video gemacht, hat auch richtig, richtig viele Klicks bekommen. Ist ja klar, er war ja schneller als Herr Newstime. Und ja, wie schon gesagt, er hat auch viele andere Videos gemacht, wozu ich jetzt noch komme. Donald Trump hat in Syrien angegriffen, er hat in Afghanistan eine Bombe geworfen, jetzt hat er sich noch mit Korea angelegt. Also Putin ist ziemlich pisst auf ihn, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, es ist ziemlich krass eigentlich. Meiner Meinung nach, das eskaliert schon so krass, dass wirklich da draußen Dritter Weltkrieg entstehen könnte. Ich würde jetzt einfach mal, ich möchte jetzt nichts in den Raum werfen oder so, aber es sieht halt echt danach aus. Und ich finde das ziemlich erschreckend. Ich möchte euch jetzt nicht die Osterlaune verderben, aber wie schon gesagt, es ist ziemlich krass. Unser Donald ist halt nicht der Hellste, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Leute, die ihn gewählt haben, auch nicht wirklich. Vielleicht kommt da ja noch was, vielleicht sieht das irgendwann mal ein oder seine ganzen Leute um ihn rum werden ihm irgendwann mal sagen, du so nicht. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Wie schon gesagt, was haltet ihr davon? Schreibt's mir in die Kommentare. Ja, mein nächstes Thema sind neue Monetarisierungsrichtlinien auf YouTube. Ich habe darüber auch mal mit dem Hanni gequatscht. Wir haben auch ein separates Video dazu gemacht. Wie schon gesagt, ich wollte es jetzt nochmal mit euch durchkauen. Viele haben sich dann gedacht, boah, scheiße, 10.000 Views. Oh mein Gott, so viele kriege ich ja niemals zusammen. Nein, die kann ich beruhigen. Diese 10.000 Views sind wirklich nur auf den kompletten Kanal beschränkt. Also das, was da oben steht, so als Kanal angeklickt oder so. Ich habe irgendwas mit 16.000, also hey, ich bin fein raus. Und ja, wie schon gesagt, das ist es halt auf jeden Fall. Da gibt es noch ganz andere Richtlinien, wo ich jetzt ein bisschen skeptisch bin. Würde ich jetzt mal behaupten, weil das, was da drin steht, man dürfe keine Copyright-Musiktitel verwenden, ist ja klar, brauchen wir nicht drüber quatschen, war ja schon immer so. Aber man dürfe auch kein Videomaterial oder Bildmaterial von anderen YouTubern oder beziehungsweise, sagen wir mal allgemein, von Drittanbietern oder von Dritten verwenden, sonst kann man das Video nicht monetarisieren. Meine Frage jetzt an euch, gibt es überhaupt noch Videos, die keine Bilder oder Videos von anderen YouTubern oder Dritten praktisch im Video mit drin haben? Meiner Meinung nach, nein, gibt's eigentlich nicht. Wenn man sich ja Newstime anschaut, der hat immer irgendwelche Bilder von anderen dabei. Gut, ob er jetzt die Lizenz dafür hat, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt sowas von elendig viele. LeFloid zum Beispiel, der hat Bilder gezeigt von Leon Mascher aktuell, ne? Ist ja auch voll Idiot, Leon Mascher, also... Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ich meine, man dürfte ja auch keine Videos mehr über Leon Mascher machen. Also halten wir uns mal ganz strikt daran und machen es einfach mal nicht. Ich habe mir ja nicht mal Titel stehen. Also wie schon gesagt, Monetarisierungsrichtlinien diesbezüglich keine Fotos, keine Videos und keine Musik Copyright. Aber das wisst ihr alle. Das wisst ihr alle. Ja, was jetzt da noch mit drin sein soll, das habe ich natürlich nur gehört, das habe ich nicht gelesen. Es soll jetzt ein neues Verfahren geben, ein neues Auswahlverfahren. Dieses Partnerprogramm wird wieder ins...
ins Leben gerufen, wo sie jetzt zum Beispiel versuchen, das ein bisschen anders zu machen. Also das läuft jetzt nicht mehr über den Algorithmus wie sonst bekannt, weil viele Werbepartner sind abgesprungen aufgrund dieses Algorithmuses, weil ja dann auch Videos nicht erkannt worden sind, wo beispielsweise Hetzreden geprägt worden sind, gewalttätige Videos und so weiter und so fort, wollen wir nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall ist dann unter anderem Pepsis abgesprungen, O2, mich hat schon gewundert, wo die O2-Werbung bleibt auf YouTube. Und Honda, Audi, weiß der Geier, Scheißneihe, jede Menge auf jeden Fall. Und deswegen hat sich YouTube gedacht, das müssen wir anders machen. Ich find's geil, dass sie sofort reagiert haben darauf und haben versucht, das irgendwie anders zu machen. Und ja, das ist halt dabei rausgekommen. Ich schweife aber total vom Thema ab. Also wie schon gesagt, dieser Algorithmus, den gibt es zukünftig nicht mehr. Das sind jetzt wirklich Leute, die dahinter sitzen und deinen Kanal, wenn du dich bewerbst für die Monetarisierung, nehmen deinen kompletten Kanalverlauf in Augenschein und bewerten daran, ob du werbefreudig bist. Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Sofern man werbefreudig sein kann. Ich bestimmt. Ja, aber hey, das ist natürlich... Ja, ich finde es auf jeden Fall geil. Was daraus resultiert, meiner Meinung nach, ist Folgendes. Es wird kein Content mehr geklaut. Vor allem dieses Re-Upload von anderen YouTubern. Ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt oder ob ihr das schon mal gehört habt. Kronkh hat sich speziell darüber geäußert. Nee, Kronkh hat sich speziell darüber geäußert, dass viele Streams, die er auf Twitch gemacht hat, die er ja dann später hochlädt, das weiß man ja, bevor er sie überhaupt hochladen konnte von Twitch, also von Twitch auf YouTube, gab es schon andere, die den Stream schon aufgenommen haben, auf ihrem Kanal hochgeladen und dadurch natürlich keine Ahnung wie viel hunderttausende Klicks generiert haben und damit dann mit der Monetarisierung auch noch Geld verdient haben. Das ist natürlich eine Riesenfrechheit und auch dieses wird mit den neuen Richtlinien behoben, weil man kann ja nichts hochladen, was einem gar nicht gehört. Aber ich meine, das konnte man nie, ne? Es ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall kein Content mehr geklaut. Es kann nicht jeder denselben Scheiß machen. Ich hoffe, dass diese Pranks dann die ganze Zeit jetzt mal aufhören. Obwohl, das ist eigentlich schon stark zurückgegangen, ne? Oder gewalttätige Videos, keine Ahnung. Manches ist ein bisschen lustig, aber manches halt auch nicht. Und deswegen finde ich es eigentlich eine ganz gute Sache. Und dieser Mainstream-Scheiß hört jetzt endlich mal auf. Weil wenn das der eine gemacht hat, kann das dann der andere nicht mehr machen. Weil er dadurch ja kein Geld verdient. Ich meine, man kann es ja auch noch zum Spaß machen und macht es dann einfach so. Es geht natürlich auch. Man muss aber bedenken, wenn man Copyright verwendet oder verschiedene Richtlinien von YouTube missachtet, sind sie definitiv dazu imstande, deinen Kanal zu löschen. Ich meine, das hat man ja schon vorher, nach dem dritten Strike bist du raus. Aber die wollen das Ganze noch ein bisschen verschärfen. Also, wie schon gesagt, da ist einiges im Spiel. Viele haben Schiss davor. Und ich würde einfach mal behaupten, wir quatschen einfach am besten darüber. Schreibt es mir in die Kommentare und schaut euch auf jeden Fall auch das Video von mir und Honeywolle an. Wir haben nämlich darüber auch ausgiebig diskutiert. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich, nicht in der Endcard. Tja, meine lieben Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der schönste Ostersonntag geht zu Ende. Und ja, für den das Video jetzt nicht so amüsant war und der vielleicht was anderes sehen möchte, der scrollt nochmal an Anfang, da kann er nochmal meinen Hoppel sehen. Das ist eigentlich eine coole Aktion. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, quatschen wir einfach mal darüber. Ist der Dritte Weltkrieg schon kurz vor der Tür oder die Monetarisierungsrichtlinien? Schreibt es auf jeden Fall unten mal rein. Vergesst das Bewerten vom Video nicht. Nee, da passiert mal gerade nichts. Also wenn ihr mich natürlich wieder cool fandet, dann auf jeden Fall diesen Button klicken. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fand, wieder diesen. Ich bin euer Avenger und ja, mein letztes Video ist hier nochmal verlinkt. Da ist mein Let's Play Channel, damit ihr auch meine Streams mal mitverfolgen könnt. Und in der Videobeschreibung ist auch mein Twitch-Kanal verlinkt. Also reinschauen, mein Merchandise und so weiter. Brauchen wir ja nicht diskutieren. Wenn ihr mich unterstützen wollt, auch meine Donation-Seite. Könnt ihr spenden und so, dass meine Qualität noch besser wird. Ja, es geht noch mehr. Und auf jeden Fall meine Fratze zum Abonnieren. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Ja, noch eine kleine Info für euch. Das Video, was ich machen wollte über die ZAK, das kann ich noch nicht machen, weil der Schütze hat sein Video immer noch nicht hochgeladen und viele andere auch. Und deswegen wird sich das nochmal um eine Woche verschieben, glaube ich. Wie schon gesagt, die Verlosung ist ja auch schon fertig und ich habe immer noch keine Größen. Eine Adresse habe ich mittlerweile, aber noch nicht, welches Bild. Ist ja egal, brauche ich ja nicht zu interessieren. Ich werde auch demnächst wahrscheinlich mal wieder ein neues machen. Sofern ich wieder Geld habe. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, euer Avenger. Bis dahin. Servus, alter Schwede.